Mit begrenzten Mitteln Außergewöhnliches erschaffen. Das können nur die besten Konstrukteure. Leicht, stabil und kostengünstig sollen unsere Bauwerke sein. Doch kein Mensch kann es dabei mit der Natur aufnehmen. Im Laufe der Evolution hat sie Materialien entwickelt, die perfekt an ihre Umgebung angepasst sind, die extrem fest sind, die Energie speichern oder praktisch unzerbrechlich sind. Junge Bäume zum Beispiel müssen flexibel sein, um im Wind nicht gleich zu brechen. Später muss der Stamm eines Baumes hingegen steif und stabil sein, um hoch hinaus wachsen zu können. Dabei stehen der Natur für verschiedene Biomaterialien nur eine begrenzte Auswahl chemischer Elemente zur Verfügung. Wie also schafft es die Natur dennoch, so vielfältige Aufgaben zu meistern? Die Antwort auf diese Frage findet sich, wenn man die Materialien in verschiedenen Größenordnungen betrachtet. Bleiben wir beim Beispiel Baum. Je nachdem, wie weit man reinzoomt, sieht man völlig unterschiedliche Strukturen. Einen solchen Aufbau bezeichnet man als hierarchisch. Was von außen so homogen aussieht, ist also keineswegs homogen. Im makroskopischen Bereich von einigen Millimetern zeigt der Querschnitt einer Fichte Jahresringe aus lockerem Frühholz und dichterem Spätholz. Im Querschnitt auf der nächsten hierarchischen Ebene sieht man, dass Holz ein zelluläres Material ist. Die anderen beiden Schnittrichtungen zeigen, dass das Holz hauptsächlich aus länglichen, also röhrenartigen Zellen besteht. Auch die Zellwand selbst ist keineswegs homogen aufgebaut, sondern ein Nanoverbundmaterial. In einer Matrix aus Lignin und Hemicellulose sind steife Zellulose-Fibrillen eingebettet, deren Anordnung in verschiedenen Zellwandschichten unterschiedlich ist. Beispielsweise sind in einem jungen Baum die Zellulose-Fibrillen in der hier grünen Sekundärwand spiralig gewunden. Dadurch ist er sehr flexibel. Später muss der Baum eher steif sein, um die Baumkrone tragen zu können. Jetzt sind die Zellulose-Fibrillen daher nahezu parallel zur Längsachse der Zelle angeordnet. Die Anordnung der nur wenige Nanometer breiten Fibrillen bestimmt also, wie beweglich oder steif der gesamte Baum ist. Ähnlich geht die Natur bei den Knochen vor. Obwohl sie aus völlig anderen Materialien bestehen, zeigen sie bemerkenswerte Ähnlichkeiten in Aufbau und Funktion. Die Knochen müssen leicht, aber auch steif genug sein, um das Gewicht des Körpers zu tragen. Gleichzeitig müssen sie zäh genug sein, um Brüche zu verhindern. Am Beispiel Wirbelknochen sieht man gut, wie das wieder ein hierarchischer Aufbau ermöglicht. Ein dreidimensionales Geflecht aus kleinen Bälkchen im Inneren macht den Wirbelknochen leicht, aber gleichzeitig auch sehr stabil gegenüber Druckbelastung. Die Bälkchen wiederum bestehen aus Calciumphosphat- und Kollagenfibrillen. Kollagen ist ein eigentlich sehr biegsames Strukturprotein und wesentlicher Bestandteil von zum Beispiel Bindegewebe und Sehnen. Doch im Knochen ist das Kollagen in gegeneinander verdrehte Lamellen angeordnet. Diese besondere Anordnung der Fibrillen und die eingebetteten Nanopartikel aus Calciumphosphat sorgen für ein steifes und widerstandsfähiges Verbundmaterial. Ein weiterer Vorteil dieses hierarchischen Aufbaus: schon kleine Variationen genügen, um einen Knochen perfekt an seine jeweiligen Aufgaben anzupassen. Und schon verändern sich Geometrie, Aussehen und Eigenschaften. Mehr noch,
Im Laufe des Lebens kann auch ein und derselbe Knochen sogar ständig an neue Aufgaben angepasst werden. Im embryonalen Wirbelknochen zum Beispiel sind die Verstrebungen radial angeordnet. Sie können daher ungerichteten Druckbelastungen von allen Seiten gut standhalten, wie etwa bei der Geburt. Doch schon 5 Wochen später bilden sich senkrechte und waagrechte Verstrebungen. Die Wirbelknochen halten nun stärkere gerichtete Kräfte aus, wie sie etwa beim Krabbeln oder Laufen auftreten. Erst im Alter ändert sich dieses Muster wieder. Die Anzahl und Dichte der Bälkchen nimmt dann stark ab. Doch bei den Senkrechten ist der Schwund geringer. Die verbleibenden werden sogar noch verstärkt. Der Grund? Senkrechte Bälkchen sind deutlich wichtiger beim Stehen oder Gehen. Diese Beispiele zeigen, bei Biomaterialien kann man meist nicht zwischen Baumaterial und Konstruktion unterscheiden. Die Natur versteht es meisterhaft, ihre Bausteine zu nutzen. Allein durch eine geschickte hierarchische Anordnung. Eine Fähigkeit, von der Ingenieure in Zeiten knapper Ressourcen viel lernen können.